Kurze Frage. Können Sie sich entscheiden? Würden Sie mehr oder weniger Schmerz wählen? Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einer schwierigen Wahl und möchten nun die Vor- und Nachteile einer gewissen Option abwägen. Dazu werden Sie wahrscheinlich auf Ihre Erfahrungen zurückgreifen und in Ihrer Erinnerung nach relevanten Informationen suchen. Doch wo kommt diese Erinnerung her und was bestimmt dessen Ausprägung? Ein Modell des menschlichen Geistes schlägt eine Trennung in zwei Teile vor, das erlebende Selbst und das erinnernde Selbst. Aufgabe des erlebenden Selbstes wäre es hier also, verschiedene Erfahrungen aktiv zu durchleben, also Daten zu sammeln, während das erinnernde Selbst diese Daten zum Zeitpunkt späterer Entscheidungsfindung als Referenz wieder zur Verfügung stellt. Ziel wiederum ist es, eine optimale Erfahrung für das erlebende Selbst zu generieren. Selbstverständlich verläuft die Übertragung von Erfahrung zu Erinnerung nicht reibungslos. Menschen sind vergesslich. Ein Team Forschender um den Psychologen und Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman untersuchte diese Verbindung jedoch genauer und fand, dass Menschen in dieser Übertragung systematische und vorhersagbare Fehler machen. Dabei wurden zwei Phänomene beobachtet. Erstens. Die Erinnerung einer Erfahrung wird maßgeblich vom intensivsten Teil der Erfahrung sowie der Intensität zum Ende der Erfahrung bestimmt. Ein Phänomen, welches ebenfalls die Peak and Rule genannt wird. Demnach würden Sie zum Beispiel die Qualität eines guten Filmes in Ihrer Erinnerung maßgeblich nach der besten Szene sowie dem Ende des Filmes beurteilen. Ein zweites Phänomen besagt, dass Menschen typischerweise die Dauer der Erfahrung in der Übertragung zur Erinnerung stark vernachlässigen, auch Duration Neglect genannt. Kahneman und Co. zeigten in einem 1993 erschienenen Artikel die potenziell fatalen Konsequenzen solcher Fehler. In einem Experiment wurden Teilnehmende instruiert, ihre Hände zweimal in unangenehm kaltes Wasser zu tauchen. Beim ersten Durchgang tauchten alle Teilnehmer ihre Hände in 14 Grad kaltes Wasser für 60 Sekunden. Für den zweiten Durchgang wiederholte eine Gruppe der Teilnehmer den Durchgang und diesmal für 30 Sekunden länger, also total 90 Sekunden lang 14 Grad. Die zweite Gruppe wiederholte den ersten Durchgang, für die letzten 30 Sekunden wurde die Wassertemperatur jedoch graduell auf 15 Grad angehoben. Es ist wichtig zu erwähnen, dass dieses 15 Grad kalte Wasser als deutlich weniger unangenehm wahrgenommen wurde als das 14 Grad kalte Wasser, jedoch absolut immer noch unangenehm. Wir wissen dies, dass dies die tatsächliche Erfahrung der Teilnehmenden widerspiegelt, da diese angehalten wurden, in Echtzeit mit einem Stift auf Papier die Intensität des gefühlten Diskomforts über die Dauer der Versuche mit einer durchgehenden Linie festzuhalten. Diese Abbildung zeigt den Durchschnitt dieser Evaluierungen. Wir sehen, dass der Diskomfort in allen Durchgängen bis zur 60-Sekunden-Marke steigt bzw. anhält. An dieser Stelle, markiert durch den vertikalen Strich, endete der kürzere Durchgang. Die graue Linie zeigt die Erfahrung der Teilnehmer ohne folgende Temperaturänderung. Wie zu erwarten, bleibt der Diskomfort in dieser Gruppe nach 60 Sekunden mehr oder weniger konstant. Die schwarze Linie zeigt die Erfahrungen der Teilnehmer mit leichter Temperatursteigerung nach 60 Sekunden. Wir beobachten einen klaren Abfall des Diskomforts, jedoch deutlich noch oberhalb des Nullniveaus. Wir können also klar drei Erfahrungsprofile typisieren. Eine kurze schlechte Erfahrung, eine kurze schlechte Erfahrung gefolgt von einer mittelmäßig schlechten Erfahrung, eine lange schlechte Erfahrung. Nun kommt der Trick. Nach Absolvieren sowohl des kurzen Durchgangs als auch des jeweiligen langen Durchgangs wurden die Teilnehmenden vor eine Wahl gestellt. Die Teilnehmenden mussten wählen, entweder den erlebten kurzen oder langen Durchgang noch einmal durchzuführen. Die Abbildung macht deutlich, dass der kurze Durchgang den tatsächlich erlebten Diskomfort minimiert. Man möchte also meinen, dass praktisch alle Teilnehmenden diesen Durchgang zur Wiederholung wählten. Bei Entscheidungen hat jedoch das Erinnernde selbst das Ruder in der Hand. Und wie bereits erwähnt, Erlebnis ist nicht gleich Erinnerung. Wie aus vorherigen Erkenntnissen zu erwarten war, vernachlässigten die Teilnehmer die Dauer des Diskomforts stark.
Stattdessen wurde die Erinnerung maßgeblich vom intensivsten Punkt sowie dem Endpunkt der Erfahrung geprägt. Die leichte Verbesserung zum Ende der Erfahrung kreierte für die eine Teilnehmergruppe also eine disproportional gute Erinnerung des Durchgangs, obwohl objektiv nur eine schlechte Erfahrung an eine schlechte Erfahrung angehangen wurde. Tragischerweise wählten folgerichtig 81% der Teilnehmenden, welche eine Verbesserung zum Ende erfuhren, den langen Durchgang, also mehr Diskomfort, zu wiederholen. Während die Mehrheit derjenigen, welche keine Verbesserung zum Ende erfuhren, sich für den kurzen Durchgang entschieden. Dieses Experiment bestätigt also, dass unser Gedächtnis nicht nur fehlerhaft ist, sondern systematische, gerichtete Fehler macht, wenn es darum geht, Erfahrungen in Erinnerungen zu verwandeln. Vielleicht noch eindrücklicher aber sind die dargestellten eklatanten Fehler im Entscheidungsverhalten, welche daraus resultieren. Erfahrungen werden inkorrekt als Erinnerungen abgespeichert, welche später in schlechten Entscheidungen resultieren, die dann zu schlechten Erfahrungen führen. Daniel Kahneman bemerkte daher später, dass unser erlebendes Selbst unter der Tyrannei des erinnernden Selbstes lebt.